Also ich stelle heute Frank eine Programmiersprache mit Effekten vor. Das Programmiersprache wurde erfunden von diesen drei Herren. Und die haben das auch veröffentlicht in einem Paper mit dem Titel Doobie Doobie Doo von Conor McBride. Und wenn man ein Paper von Conor McBride hat, dann kann man sich sicher sein, dass da 1000 Wortspiele drin sind. Genauso hier. Es gibt nämlich folgenden Spruch, der gerne an Toilettentüren geschrieben wird. To be is to do is to be, haben zwei berühmte Philosophen gesagt. Und Frank Sinatras Antwort darauf war dupi 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 du. So, und das hier ja, ist auch ein Hinweis auf das ein Grundprinzip bei Frank, nämlich es werden hier zwei Sachen getrennt, nämlich Berechnungen, die führen halt irgendwelche arithmetischen Operationen aus und machen, dass die CPU heiß wird und machen vielleicht auch noch Nebeneffekte. Und es gibt Werte und die sind halt einfach 3 tut nichts, 3 ist einfach nichts. Und diese beiden Kategorien sind halt getrennt bei Frank. Und das kann man hier in diesem Beispiel schon sehen. Das hier ist funktionale Programmierung, erste Vorlesung, die Map-Funktion. Der Datentyp der Listen schaut genauso aus, wie ihr das gewöhnt seid. Und in der Map-Funktion, die schaut auch eigentlich sehr gewohnt aus, bis auf diese komischen geschweiften Klammern hier oben. Und die haben folgenden Hintergrund, nämlich jede Berechnung in Frank hat als Typ etwas mit geschweiften Klammern außenrum. Nämlich genauer. Jede Berechnung ist von folgender Form, geschweifte Klammer auf, dann hat man n Argumente, n kann 0 sein, und dann hat man einen Ergebnistyp. So, und wir definieren hier die Berechnung mit dem Namen Map. Deswegen sind hier außen geschweifte Klammern rum. Und diese Berechnung nimmt eine andere Berechnung als Argument. So, und diese Berechnung hier, die wird natürlich unausgewertet übergeben. So, und Werte werden in Frank ausgewertet übergeben. Und zwar ausgewertet wird von links nach rechts. Also anders als bei Haskell haben wir nicht Call by Need, sondern Called by Value. Und dass wir einfach die Evaluationsreihenfolge definiert haben, macht viele Sachen auch einfacher, weil man muss da nicht auf so komische Konzepte wie Monaden zurückgreifen, um so Effekte zu handhaben und sicher zu sein, dass die Effekte auch in der Reihenfolge ausgeführt werden, wie man sich das vorgestellt hat. So, und hier haben wir eine Berechnung mit Argumenten. Die haben wir hier als f als Argument bekommen und wir können die einfach ausführen, indem wir f von x schreiben. Und weil wir hier nicht immer die geschweiften Klammer ganz außen schreiben wollen, machen wir die Vereinbarung, dass wir die auch weglassen können. So. In der Sprache Frank. Und gibt es, kann ich auch, geh nochmal eins zurück, da geschweifte Klammern x nach Pfeil y, könnte ich hier auch irgendwie geschwundene Klammern ersetzen, also könnte ich irgendwie Funktionen auch als Werte auffassen? Nein. Okay, das ist dann also quasi genau der wesentliche Punkt. Das ist ein wesentlicher Punkt. So. Es gibt natürlich auch gute Gründe für Lazy Evaluation, nämlich mit Lazy Evaluation kann man so Sachen wie if selber definieren in der Sprache, nämlich man bekommt einfach die beiden Werte, die man im if oder im else-Fall hat und wertet die halt nur dann aus, wenn man im if bzw. im else-Fall ist. Und das kann man in Frank auch machen. In dem Fall tut man in den Typ von if eben reinschreiben, dass man diese beiden Berechnungen, dass man eben zwei Berechnungen annimmt für den if bzw. den else-Fall. Und
Wenn das übergebene Bool true ist, dann führen wir eben diese Berechnung aus. Berechnungen ohne Argumente führt man aus, indem man einfach ein Ausrufezeichen dahinter schreibt. Zum Beispiel, wenn irgendein Befehlshaber den Fire-Knopf gedrückt hat, dann können wir die Raketen starten. Launch ist hier eine Berechnung und die nimmt hier als Argument unsere Raketen an. Und das hier, wenn ihr das einfach schreiben würdet, dann würde es einfach die Raketen starten. Allerdings wollen wir die Berechnung übergeben, die, wenn sie ausgeführt wird, die Raketen starten lässt. Und deswegen müssen wir hier die geschweiften Klammern noch einmal umschreiben. Und wenn ich sie vergesse, gibt es ein Typsystem, was mir das anzeigt? Es gibt ein Typsystem, was dir das anzeigt. Cool. Das hier ist die Regel. Wenn wir hier Wert hätten, dann, wenn wir da stattdessen außenrum geschweifte Klammern schreiben, dann bekommen wir die Berechnung, die irgendwie diesen Wert erzeugt. Wie sollte das feiern, Ausrufezeichen? Weil das hier vielleicht eine Berechnung ist, die feststellt, ob gerade der rote Knopf gedrückt ist oder nicht. Und so eine Berechnung hat ja einen Nebeneffekt oder müsste in Hefte in I.O. stattfinden. Weil es müsste vielleicht auf irgendwelche Sensordaten zurückgreifen und so weiter. So, und man kann damit auch Pattern Matching definieren im Case-Style, indem wir hier einfach eine Funktion on definieren, die einfach nur verkehrt herum die Funktionsapplikation verkehrt herum ist. Dann können wir zum Beispiel Short End definieren. Short End kennt das ja in imperativen Programmiersprachen, der Ampersand-Ampersand-Operator. Der schaut erstmal, ob das erste Argument zu true evaluiert und nur dann wird das zweite Argument auch evaluiert und das Ergebnis ist dann das Ergebnis dieser Evaluation. Genau das können wir hier auch in Frank bauen. Nämlich wir pattern-matchen erstmal auf dem ersten Bool. Wenn das true ist, dann führen wir die Berechnung des zweiten Bools aus. Und ansonsten geben wir sofort false zurück. Das Besondere an Frank ist jetzt, dass Frank ein Effektsystem hat. Und wir können Effekte deklarieren, indem wir sagen, es gibt ein Interface Sen und das ist parametrisiert über einen Typ X. Und wenn wir dieses Interface haben, dann haben wir eine Funktion Sen zur Verfügung. Die nimmt ein X und gibt Unit zurück. Analog könnten wir ein Interface Receive haben und Receive gibt einem einen Wert vom Typ X zurück. Und damit können wir jetzt Programme, also Berechnungen schreiben und diese Berechnungen, die haben hier eine Liste von Interfaces, die sie erwarten. So, und der Rückgabewert dieses Programms ist Unit. Und dieses Programm tut Folgendes. Es ruft erst einmal Set auf. Kann es, weil Set ist hier spezifiziert in dieser Liste der Interfaces. Und sagt, hallo, wie heißt du? Dann wird hier dieses Semikolon. Das Semikolon ist jetzt auch nicht in der Sprache definiert, sondern das können wir auch als Funktion auffassen, nämlich als folgende Funktion, die zwei Argumente nimmt und das letzte zurückgibt. Und in Frank werden ja beide Argumente immer evaluiert, wenn wir eine Funktion aufrufen. Also es gibt, in Haskell würde das sofort wegoptimiert werden, das erste Argument. In Frank ist es wichtig, dass es nicht wegoptimiert wird. So, dann wird diese Zeile ausgeführt und in dieser Zeile rufen wir Send auf, aber bevor wir Send überhaupt aufrufen, müssen wir dieses Argument hier auswerten
bei der Auswertung dieses Argument müssen wir zuerst erstmal ausführen. Und über Receive bekommen wir einen String. Und diesen String konkatenieren wir und geben ihn dann wieder aus mit Send. Und danach ruft sich diese Berechnung rekursiv wieder selbst auf. Wenn ich das Ausrufezeichen beim Chatbot vergesse, in der letzten Zeile? Dann gibt es einen Typfehler. Das ist schön, okay, gut. Ja. Oh, ist ganz oben, Ausrufezeichen. Ja, ja. Mhm. Ja, weil das hier ist eben das Ergebnis, wenn man diese Berechnung ausführt. Und vorher beim Map braucht ihr es nicht, weil das hat ja Argumente noch. Und Chatbot hat keine Argumente. Genau, ja. So, wenn man jetzt dieses Ausrufezeichen weglassen würde, dann wäre das hier eine Berechnung, die wieder eine Berechnung zurückgibt. Aber sie soll Unit zurückgeben. Sie soll Unit zurückgeben und deswegen muss sie sich rekursiv aufrufen und nicht sich selber zurückgeben. Ja. Das wäre nämlich das, wenn wir hier dieses Ausrufezeichen weglassen würden. Mhm. Ja, und das die Regel ist, jede Berechnung, die Interface verwendet, die muss die in eckigen Klammern vor dem Zurückgabetipp angeben. Ich habe hier den Rückgabetipp vergessen, der sollte hier zwischen der schließenden eckigen oder schließenden geschweiften Klammer stehen. Also wir haben diesen Typ der Funktionen von den normalen Programmiersprachen haben wir jetzt um eine Möglichkeit erweitert, wie der, was der noch machen kann, nämlich er kann auch noch auf Interface zurückgreifen. Weiteres Interface könnte sein Interface Programmabbruch, nämlich wenn wir diesen Datentyp haben, Void, mit allen Konstruktoren auf der rechten Seite des Ist-Gleichs, dann können wir hier ein Interface Abort definieren. Und das hier hat ein Kommando, nämlich Aborting. Und dieses Kommando gibt einem einen Wert von Typ Void zurück. Das ist kein Syntaxfehler. Das hier ist kein Syntaxfehler, ja. So, und wenn wir dieses Abort-Interface haben, dann können wir damit Werte von jedem beliebigen Typ X uns erzeugen. Nämlich, wir können Aborting aufrufen, das gibt uns etwas vom Typ Void. Und dann machen wir Pattern Matching mit der zuvor erklärten Konstruktion auf diesem Void. Ja. Also es ist schön zu sehen, hier in der geschweiften Klammern ist die Liste aller Patterns. Genau. Und jedes der beiden Patterns produziert ein X. Ja, wie man sehen kann. Ja. So, eine Stufe komplizierter. Wir wollen die State-Monade nachbilden. Die State-Monade hat ja bekanntlich, da kann man zwei Operationen damit machen, nämlich man kann sich den aktuellen Zustand holen, damit bekommt man ein S, oder man kann einen neuen Zustand in die State-Monade einspeisen, nämlich mit Put. Und damit kann man eine Funktion bauen, die auf einem Zustand mit einem Integer operiert. Und die holt sich immer den aktuellen Integer, tut den um 1 inkrementieren, tut den um 1 inkrementierten Integer wieder als Neuzustand speichern und den alten Wert zurückgeben. Und das schaut in Frank wie folgt aus. Wir haben hier als Hilfsfunktion die Funktion first, die ist genauso wie second, nur dass sie eben den ersten Wert und nicht den zweiten Wert zurückgibt. So, wenn das hier ausgewertet wird, dann holt man sich zuerst den aktuellen Zustand. Dann holt man sich nochmal den aktuellen Zustand, inkrementiert den um 1 und tut den als neuen Zustand wieder speichern. Aber zurückgegeben wird dann von first der Wert, den wir beim ersten Get uns geholt haben. So, und jetzt kommt
das Coolste an Frank, nämlich, wir haben ja ganz am Anfang die Funktion Map gesehen. Und ihr habt euch bestimmt gedacht, ja, ist eine pure Funktion. Und in Haskell wäre das auch eine pure Funktion. Wir könnten die, wenn wir da mit dieser Funktion Seiteneffekte machen würden, dann könnten wir das nicht, weil für Seiteneffekte brauchen wir Monaden. Monaden sieht man sofort in den Typen und man braucht dann, kann dann nicht Map verwenden, sondern man muss sich Map M definieren oder importieren. Das Schöne in Frank ist, dass man kann, auch wenn man Effekte hat, kann man die Funktion Map einfach wiederverwenden. Nämlich, wir können als Berechnung, die uns aus einem X ein Y machen soll, können wir auch einfach eine Berechnung angeben, die Seiteneffekte hat. Nämlich zum Beispiel das Kommando Send aus unserem Send-Interface. So, wenn wir jetzt diesen Aufruf machen, dann ist das Ergebnis, hat den Typ Liste von Units. Das ist uninteressant, da geben wir doch lieber Unit zurück. So, und das hier ist die Funktion, die nimmt eine Liste und sendet alle Elemente der Liste nacheinander. Ich kann auch eine Funktion bauen, die eine Liste nimmt und jedes Element der Liste tuppelt mit einem Integer. Aber man zählt die Integer immer wieder hoch. Und dazu können wir die Funktion next verwenden, die wir auf der vorvorherigen Slide gebaut haben. Nämlich wir rufen map auf und wir nehmen immer ein x und wir geben das x zurück und zwar im Tuppel mit dem aktuellen Integer, wobei wir den Integer dabei auch hochzählen. So, der Typ von Map war ja dieser hier und man kann den auch auffassen als, dass wir hier jeweils in eckigen Klammern haben wir die Liste der Effekte, die wir voraussetzen. Das ist beides mal die leere Liste von Effekten. Aber man kann das hier auch so auffassen, dass diese Funktion Map, die ist polymorph in den Effekten, die sie erwartet. Nämlich polymorph, man kann diese Funktion ausführen für alle möglichen Effekte, die auch diese Funktion, übergebene Funktion haben kann. Und diese Effekte, die diese Funktion hat, die wird dann eben auch die gesamte Berechnung haben. Also man kann sich vorstellen, also man hat immer so eine Menge von Effekten und zu dieser Menge von Effekten wird eben hier nichts dazu, kommt eben nichts dazu und es kommt auch nichts weg. So, diese Effekte will man natürlich auch irgendwo behandeln und und dazu kann man Effekthändler schreiben, nämlich ein Effekthändler hat in dem Typ in spitzen Klammern gekennzeichnet, welchen Effekt er händelt. Und wir können das so lesen. Wir haben hier diesen State-Händler, der nimmt einen Startzustand S und er nimmt eine zustandsbehaftete Berechnung mit Ergebnistyp X und gibt dann insgesamt ein X zurück. Wir machen Folgendes. Wir können ja diese Berechnung ausführen und es könnte ja sein, dass diese Berechnung gar keine State-Operation ausführt, sondern einfach gleich irgendeinen Wert X liefert. Und das hier ist die erste Zeile. Die Berechnung liefert einfach ein X, dann geben wir das zurück. Es kann aber auch sein, dass diese Berechnung
eine Get-Operation ausführen will, wenn diese Berechnung eine Get-Operation ausführen will, dann bekommen, landen wir hier im zweiten Fall und wir bekommen hier eine Continuation K. Und dieses K hat hier den Typ, wir können hier ein X geben und dann bekommen wir wieder eine neue zustandsbehaftete Berechnung, die ein X zurückgibt. Sorry, das sollte ein S sein. Ja. So, wir bekommen diese Continuation und wir geben dieser Continuation das aktuelle S und dann bekommen wir wieder eine so eine Berechnung und diese können wir dann ausführen, indem wir rekursiv State aufrufen. Im anderen Fall, dass diese Berechnung eine Put-Operation ausführen will, bekommen wir wieder eine Continuation und wir bekommen den gewünschten neuen Wert von unserem Zustand. Den gewünschten neuen Wert, den übergeben wir an den rekursiven Aufruf und auch die Continuation, die können wir einfach mit Unit aufrufen. Das sieht jetzt extrem so aus wie bei freieren Monaden, ne? Ja. Zusammengefasst die Regel. Ich habe gerade so ein bisschen Sorge angesichts des ersten Teils in der Definition. Ja. Weil in Haskell wäre es ja so, dass der schon alles matcht und dann kommt gleich das X raus. Aber die Sorge ist nicht begründet, gell? Ja, also dieser erste Fall, der matcht nur echte Werte, genau, die wir hier direkt bekommen. Und eben nichts. Keine Operationen, die wir mit State bekommen. Ja. Und wenn noch, also State ist ja auch polymorph in weiteren kommerziellen Effekten. Die meinst du diese Berechnung hier? Genau. Also, genau. Darum muss ich mich an der Stelle nicht kümmern. Gell? Nein, überhaupt nicht. Ja. Die werden vielleicht noch weiter außen werden die behandelt. Aber davon bekommt man an dieser Stelle nichts mit. Genau. So, wir hatten vorher die Funktion Indexer, die, das war eine zustandsbehaftete Berechnung, die hat immer den aktuellen Integer an ein Element hingeschrieben noch und dann immer hochgezählt. Und die können wir jetzt ausführen, indem wir State aufrufen mit Startwert 0. Mhm. Zu unserem Typ der abbrechenden Berechnungen können wir einen Catch-Händler schreiben, nämlich diese Berechnung, die könnte entweder nicht abbrechen und einfach einen Wert liefern, dann geben wir diesen Wert zurück. Wenn diese Berechnung abbricht, dann würden wir hier eine Continuation bekommen, die nimmt ein Void, es fällt leider kein Wert vom Typ Void ein, aber zum Glück haben wir noch dieses F, was unser Catch-Block ist. Ja. Und hier führen wir einfach diesen Testblock raus. Hier, wir hatten das Interface Receive, damit können wir Werte von unserer Umgebung abfragen. Und wenn wir einfach eine Liste von Werten haben, dann können wir die einfach nach und nach an diese Berechnung geben. Es kann natürlich immer sein, dass unsere Liste hier nicht ausreicht und deswegen, in dem Fall brauchen wir nochmal irgendeine Möglichkeit mit diesem Fall umzugehen und deswegen dazu nehmen wir Abort. Also zum Beispiel hier, wenn diese Berechnung fertig ist, dann geben wir eben den Wert zurück. Ansonsten kann es sein, dass wir hier einen Wert nehmen wollen, kommt diese Continuation. Und wir Pattern matchen auf unserer Liste, die haben wir noch einen Wert, den geben wir einfach an die Continuation und machen weiter mit Feed. Und im anderen Fall, dass unsere Liste leer ist, müssen wir leider Abort aufrufen. Das ist ein Beispiel für den Monaden, ja.
oder allgemeiner. Und das ist richtig cool an Frank ist, man kann in einem Händler nicht nur eine Berechnung gleichzeitig behandeln, sondern man kann auch zwei Berechnungen behandeln. Zum Beispiel, wenn wir hier eine Berechnung haben, die liefert Werte vom Typ X, eine andere Berechnung, die will Werte von Typ X haben, dann können wir die miteinander pipen, wie in der Unix Shell. Und wir bekommen eine Berechnung, die liefert entweder ein Y oder sie bricht ab, falls die erste Berechnung leider zu wenig Werte bekommen hat. Und zwar, in dem Fall, dass unsere erste Berechnung einen Wert liefert und unsere zweite Berechnung einen Wert anfragt, dann können wir diesen Wert einfach in unsere zweite Berechnung hineinstecken, in diese Continuation. Und dann weitermachen mit Pipe. In diesem Fall sind wir fertig mit unserer zweiten Berechnung. Wir haben einen Wert, wir geben den zurück. Ich habe hier noch zwei Fälle, weil hier, das hier matcht darauf, dass die erste Berechnung einen Wert liefert. In diesem Fall matcht darauf, dass die erste Berechnung noch irgendeine Operation durchführen will. Ja. Und dann gibt es noch den Fall, dass unsere erste Berechnung aufgehört hat. Obwohl unsere zweite Berechnung noch eine Operation, das muss ja gerade eine implizite Operation sein, durchführen will. Und in dem Fall müssen wir leider abbrechen. Das heißt, also wenn ich jetzt Pipe mit zwei Argumenten aufrufe, dann wird ja erstmal das erste Argument ausgewertet. Ja. Das läuft so lange, bis es so eine Send-Operation tätigt. Genau. Dann ist die erstmal fertig. Ja. Dann wird angefangen, das zweite Argument auszuwerten. Ja. Das läuft so lange, bis es eine Implizitoperation tätigt und dann verheiratet halt die beiden. Ja. Es wäre vielleicht sogar sinnvoller, wenn man das andersrum machen würde. Mhm, ja. Weil so müsste man vielleicht das erste auswerten, obwohl gar nie ein Wert hier angefordert wird. Ja. Wäre also fast sinnvoller, diesen Fall umgekehrt hinzuschreiben. Ja. Wie in der Mathematik üblich mit dem. Ja. Okay, auf jeden Fall kann ich das einfach mit der Argumentwertfolge festlegen. Genau. Und aber kann ich auch irgendwie sowas machen, dass ich das dynamisch zur Laufzeit entscheide? Wie willst du das entscheiden? Also vielleicht habe ich gerade Bock, weil ich merke, mein Prozessor steht im Leerlauf, dass ich jetzt mal die Send-Einheit 10 Minuten lang laufen lasse. Und später habe ich vielleicht Bock, 10 Minuten lang die Receive-Einheit laufen zu lassen. Und dann später wieder andersrum. Dann wird es aber nicht gepipelt. Ja, genau, es ist vor allem so ein Puffer zwischen den Pipe-Werten oder so. Also man könnte das bestimmt sicher programmieren, aber es ist halt nicht so einfach, weil man braucht halt irgend so eine Puffer-Datenstruktur noch. Ja, okay. Und man braucht dann vielleicht auch noch ein Time-Interface, was man hier verlangt. Ja. Aber ich denke, das kann man schon machen. Ja. So, mit diesem Pipe können wir jetzt auch ein etwas größeres Beispiel bauen. Nämlich können die Funktion Spacer definieren. Funktion Spacer macht folgendes. Sie empfängt immer einen Wert, sendet den sofort wieder und danach sendet sie einmal den String mit einem Leerzeichen. Und danach ruft sie sich rekursiv auf. Wir können eine Funktion definieren, Getter. Diese Funktion empfängt Listen. Und zwar so lange, bis diese Funktion eine leere Liste empfängt. Und diese Funktion gibt die gesamten empfangenen Listen zusammenkonkateniert zurück. So, und damit können wir insgesamt dieses Programm bauen. Send war die Funktion, die sendet nacheinander all die Elemente dieser Liste. So, und dieses Programm pipen wir mit dem Programm, das zusammengebaut wurde aus dem Pipe mit der Funktion Spacer. Spacer hat ja immer ein Element genommen, das nochmal gesendet und danach den
String mit einem Leerzeichen gesendet. Mhm. Und am Schluss konkatenieren wir alles zusammen, was wir empfangen haben. Und das Ergebnis ist, steht hier leider falsch dran, ich habe mich nicht konzentriert. Das Ergebnis sollte sein, der String du Leerzeichen, B Leerzeichen, du Leerzeichen, Leer, fertig. Ja. Ja. Und in Frank sind also Strings genauso wie in Haskell Listen von Zeichen, ne? Zumindest im einfachsten Fall. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ist jetzt nicht besonders effizient, aber Frank ist ja auch eine Research-Sprache. Ja, ist völlig legitim. Nicht darauf ausgehen, effizient zu sein. So, Haskell übrigens auch im Land für mich. Ja. Und dann kann er auch mal. Dieses Programm ist übrigens äquivalent dazu. Wir können diese Pipes natürlich auch anders schreiben, dass wir mal dieses Sense verpipen mit dem Spacer und danach dieses kombinierte Programm verpipen mit Ketter. Und danach, und da würde genau dasselbe Programm rauskommen. Als letztes Beispiel können wir Non-Deterministic Choice machen. Nämlich hier haben wir ein Choice Interface. Choice fragt ein Bool an. Und damit können wir dann Münzen werfen. Wir können nämlich hier if verwenden und wir holen uns ein Bool. Und wenn das Bool true ist, dann geben wir Heads zurück, ansonsten Tails. Und was heißt es, betrunken eine Münze zu werfen? Das heißt, man entscheidet sich erstmal, bin ich schon so betrunken, dass ich unter den Tisch kippe. Also, wenn ich noch nicht so betrunken bin, dann werfe ich eine Münze, ansonsten höre ich auf, eine Münze zu werfen. Fehlen eine gescheite Klammer? Und das Toss und das sofort? Nein, weil dieses Toss ist ja keine Berechnung. Hier sind hier sind implizit geschweifte Klammern. Genau. Du hast ja nicht Toss Ausrufezeichen geschrieben. Genau. Aber du hättest geschweifte Klammer, Toss Ausrufezeichen geschweifte Klammer zuschreiben können. Ja, das hätte ich schreiben können. Aber das wäre dasselbe gewesen wie Toss. Ja. Ja. Und ansonsten Abort. Ja. Drunk Tosses heißt, man, ein Betrunkener soll einmal eine Münze schmeißen und entweder wenn ihr nullmal, dann ist man fertig oder ansonsten versucht der Betrunkene eine Münze zu schmeißen und dann nochmal n-1 mal eine Münze zu schmeißen. So, und jetzt gibt es ein Quiz. Nämlich. Man kann hier zwei Händler definieren. Wir müssen ja zwei Sachen, zwei Effekte handeln, nämlich Choice und Abort müssen wir handeln. Bei Choice können wir Folgendes machen. Wenn wir ein X bekommen, dann geben wir die Singleton-Liste mit dem X zurück. Und wenn wir Choice handeln, dann können wir diese Continuation K einmal aufrufen mit dem Bool wahr. Einmal mit dem Bool false und danach weitermachen mit all choices. Wir konkatenieren diese beiden Listen zusammen. Das hier ist quasi die Listenmonade. Dann können wir hier den Maybe-Datentyp definieren und mit dem Maybe-Datentyp abort handeln. Das soll klar sein. So, und dann können wir diese beiden Händler aufrufen, aber hier hat man jetzt eine Wahl, nämlich man kann entweder dieses All Choices zuerst aufrufen und danach das Baby Abort oder andersrum. Hier sind natürlich auch hier Rückgabe-Typ wieder. Und jetzt ist das eine Quizfrage, was wird hier rauskommen, was wird hier rauskommen? Können wir erst zu überlegen? Ja, wir können das machen. Nämlich hier wird hier erstmal dieses Trunk Tosses aufgerufen. Und dieses Trunk Tosses wird ja erstmal dieses Choice
eine Wahl treffen wollt, nämlich die Wahl, will ich eigentlich würfeln oder bin ich schon zu betrunken, um zu würfeln? Und das wird das erste Mal auf wahr, also man wird würfeln, dann würfelt man einmal Kopf, dann muss man das zweite Mal würfeln, aber man entscheidet sich vorher, will ich überhaupt würfeln? Ja, man will würfeln, dann würfelt man, man bekommt wieder einen Kopf und dann stellt man fest, ich habe schon zweimal gewürfelt, so oft wie ich würfeln wollte, bin fertig. Das heißt, man wird sich dann an irgendeiner Stelle neu entscheiden. So, und die erste Entscheidung, die man rückgängig macht, ist, man würfelt das zweite Mal vielleicht nicht Kopf, sondern man würfelt Zahl. So unterscheidet sich so dieser zweite Durchgang. So, und dann stellt man fest, okay, ich war schon zu betrunken, um ein zweites Mal zu würfeln. Stattdessen muss ich Abort machen. Und dieses Abort wird hier ganz außen gehandelt und dieses Abort führt dazu zu einem Nothing. Und deswegen wird dieses gesamte T5 Nothing. Hier, in diesem Fall, wird man auch diese immer diese Wahlen treffen. So, und aber irgendwann hier dieser erste Durchgang, man entscheidet sich zu würfeln, man würfelt Kopf, man entscheidet sich ein zweites Mal zu würfeln, man würfelt nochmal Kopf, der drückt sich eben hier als Listenelement aus. Und zwar als Listenelement mit just head. Der zweite Durchgang, man würfelt head. Und dann Tail, das ist der zweite Durchgang. Und im dritten Durchgang haben wir gesagt, man würfelt zuerst Head und dann entscheidet man sich, oder man ist zu betrunken und fällt unter den Tisch und deswegen gibt es ein Abort. Und das schlägt sich hier wieder in einem Listenelement, das Nothing ist. Und wenn man sich konzentriert, dann kommt man zu dieser Liste. Hier hat man Heads, Tails. Und in der zweiten Zeile würfelt man das erste Mal immer als erstes Tails, dann hat man hier Tails geworfen und dann war man zu betrunken fürs zweite Mal. Und in dem Fall war man schon von vornherein ganz zu betrunken und hat nicht einmal gewürfelt. Okay, und also quasi nachher, quasi wenn man cooler drauf ist, dann erkennt man auch schon den Typen. Was der grobe Unterschied sein muss zwischen 5 und 6, weil wenn das mit Maybe anfängt, dann kann es halt nur Just oder Nothing sein, sonst wird Nothing sein, weil ich einmal erworben. Genau. Ich nicht. Kann ich in Frank Effekten auch Namen geben, sodass wenn ich zum Beispiel zwei Receive Int Effekte habe, dass ich den zweiten verwende oder den ersten? Wenn ich das ist, ich glaube, nicht möglich. Aber ist durchaus denkbar, dass man das implementiert. Ja. Oder man kann sich auch denken, dass man es ist denkbar, dass man eine Reihe von Effekten ganz oft zusammen einsetzen will, dass man dann die Vereinigung dieser Effekte definiert, so als Typsynonym. Ja, sowas in dieser Art ist durchaus möglich und sinnvoll. Und das Problem, Effekte von verschiedener Art zu kombinieren, das ist gelöst dann im Thread. Das ist gelöst, ja. Also zum einen auf Typ-Niveau, weil wenn ich gerade eine Funktion schreibe, muss ich nicht wissen, welche Effekte vielleicht noch vorkommen, die ich jetzt aber gar nicht nutze. Genau. Wegen dem Effektpolymorphismus. Und dann beim Effektkenntler, weil die auch nicht wissen müssen, welche anderen Effekte noch eine Rolle spielen. Jeder Effektkenntler hält nur seinen Effekt. Genau. Ansonsten, wenn man so ganz normale Funktionen schreibt, ohne die keine Effekte handeln, dann kann man die so schreiben, wie man sie in vielleicht ML schreiben würde. Ja. Und man kann die dann aufrufen mit anderen Funktionen, die auch Effekte haben. Mhm. Und das läuft dann genauso ab wie in ML, nur dass hier auch, hier hat man halt ein schönes Typsystem, was einem anzeigt, welche Effekte mal erwartet werden, welche man unbedingt braucht. Und welche vielleicht
und welche man nicht braucht, welche man nicht braucht für eine Funktion, die dürfen aber dann trotzdem ausgeführt werden, weil sie vielleicht in einem Argument vorkommen. Ja. Und kannst du überblicken, ob Frank dasselbe ist wie freiere Monaden von Oleg plus syntaktischer Zucker? Dass ich nämlich einfach von links nach rechts Argumente evaluiere, anstatt dass ich immer per Hand sequenziell die Blumenkonstruktion durchziehen muss? Nein, das kann ich leider nicht. Aber es ist auch hier nicht ganz klar, wie sowas in diesen freieren Monaden gehandelt werden wird, dass man hier zwei. Bei diesen freieren Monaden hat man ja eine Art Baum von irgendwelchen Operationen, die man durchführen kann und dann das Ergebnis darauf. Ja. Und man baut Interpreter für diese Bäume. Ja. Und diese Interpreter müssen eben schauen, dass sie nur ihre eigenen Effekte behandeln und alle anderen Effekte mit durchschleifen. Ja, genau. Darum muss man sich hier überhaupt nicht kümmern, sondern das hier macht alles der Compiler von einem. Und das hier wird auch bestimmt, wenn man das gut implementiert, schneller sein als freiere Monaden, weil bei freien Monaden, da baut man ja immer diese Datenstrukturen auf, dieser Baum, der das Programm repräsentiert und dann interpretiert man den und dann muss man irgendwelche Speicherzellen alloziieren. Hier braucht man das alles überhaupt nicht machen. Ich fände es cool, wenn man so eine Programmiersprache zur Verfügung hätte, weil dann wäre es das Natürlichste von der Welt, dass man alle möglichen Programme so schreibt, dass man klar das Interface spezifiziert, gegen das man programmiert, und dann kann man dieses Interface dazu verwenden, um das Programm auszuführen in einer Umgebung. Man kann das Programm dann aber auch in einer etwas anderen Umgebung ausführen, zum Beispiel wenn man ein Programm hat, was ein File-System-Interface erwartet, dann könnte man vielleicht auch die File-System-Implementierung ersetzen durch eine Implementierung, die auf irgendwelchen Cloud-Space Storage zugreift und da Dateien liest oder ablehnt. Und man kann dann auch recht einfach das Programm testen, indem man in so eine einen rein funktionalen Händler angibt, der einen festen Zustand von dem Dateisystem am Anfang hat und dann eben darauf nur die Operationen simuliert. Und man kann auch sich vorstellen, dass man da ein Interface hat für Webhändler. Webhändler können ja Antworten senden an, und können Header setzen und können vielleicht eine Antwort senden ohne, und damit wird der Händler abgebrochen, ohne dass der folgende Code ausgeführt wird. So. Und die natürliche Art, damit dann zu programmieren, wäre, dass man eine Funktion schreibt, die diese sehr High-Level-Effekte von Webprogrammierung übersetzt, vielleicht in eine Berechnung, die nur Strings liest, also Receive String, und dann auch wieder Strings zurückgibt. Und das wäre die natürliche Art, Programme zu schreiben, dass man Programme hat, die erstmal auf einer High-Level-API operieren, und diese werden dann übersetzt in Programme, die eine Lower-Level-API verwenden, so weiter, bis man sie irgendwann ausführt. Und ich glaube, das wäre eine ziemlich schöne und bequeme Art zu programmieren. Worin ist Frank selbst implementiert? In Haskell. Ja. Und wie steht es um das Ökosystem von Frank? Nicht existent. Also Frank gibt hier dieses Repository. Ja. Frank Junior. Da habe ich auch ein paar Beispiele genommen. Die anderen Beispiele sind alle aus dem Paper, das übrigens sehr gut leserlich geschrieben ist. Also ich habe da alle Beispiele daraus genommen. Ist wirklich gut, und die haben das wohl auch vorgestellt bei POPL dieses Jahr. Wird vielleicht auch noch ein Video geben. Aber ansonsten, das ist alles Research. Wie vergleicht sich das zu dem Fake-System?
Und das Effektsystem von Idris ist ja als Bibliothek von Idris implementiert. Also nicht auf Sprachebene. Ansonsten bin ich mir auch gar nicht sicher. Also ich kann ja jetzt keinen guten Vergleich geben. Außer dass das hier, dieses Effektsystem ist bestimmt mächtiger. Weil man hat ja diese Continuations, und Continuations sind ja die Mutter aller Namen, also wird man da bestimmt so ziemlich alles machen können, was man will. Wie das bei den Continuations sind, das ziemlich mächtig? Ich weiß es gar nicht. Also, wenn ich das Continuations verwende, dann ist es vielleicht gleich mächtig, ansonsten vielleicht schwächer. Also ich kann da jetzt nicht viel sagen. Also in Haskell hat zumindest auf Typebene das Problem schon gelöst, im Sinne von, dass man ja Monad I.O. oder State, Monad Trunks und so weiter hat. Genau, also, für mich ist dieses, gelöst. Genau, das heißt, in diesem Sinne schon. Ja. Also, was man, man hat halt nicht diese Autonomität auf wirklich der Implementierungsebene, da ist es ungemein schwieriger. Ja. Weil mir ist gerade auch nicht klar, an welcher Stelle man quasi dieses Problem gelöst jetzt, aber vielleicht hinterher mal gerne. Man kann übrigens auch in Frank, was ich hier noch nicht gezeigt habe, man kann solche Continuations ein Parser-Kombinatoren schreiben will. Das Parser können ja sagen, ich möchte jetzt folgende Alternative mal ausprobieren, um diesen String zu parsen. Und falls diese Alternative nicht erfolgreich ist, möchte ich backtracken und möchte mit einer anderen Möglichkeit weitermachen. Und dazu ist es sinnvoll, dass man diese Continuation zu dem Zeitpunkt, wo man sich entscheidet, speichert in irgendeiner Datenstruktur, in einem Stack, und dann, falls diese Alternative nicht erfolgreich war, muss man dahin zurückspringen. Und das ist auch möglich in Frank. So, ansonsten würde ich mich freuen, wenn man, wenn wir dann in 5 Jahren, in 3 Jahren in dieser Programmiersprache unsere Programme schreiben können. Vielen Dank für Vater. Alle. Also, alle schön GitHub Pull Requests stellen. Ja. Früher gab es einen Anreiz, das zu tun, weil es gab eine Strähne. Ja. Auch geschafft. Ich weiß nicht, meine Kinder. Es gibt keine Strähne. Seitdem mache ich keine Pull Requests. Aber es gibt zumindest noch grüne Punkte. Es gibt zumindest noch grüne Punkte, ja. Aber und es gibt einen Counter. Es gibt einen Counter, aber. Es gibt keine Strähne mehr. Ja, total schade. Ja, weil wenn du halt eine Strähne von 350 Karten hattest, dann war klar, dass du wieder eine Pull-Request machen würdest, weil die Strähne war nicht mehr okay. Das gibt's nicht mehr. Die Strähne hat natürlich nur gewirkt, wenn sie einmal in der Richtung gleich groß war. Aber wenn sie nur einmal aus Versehen in der gleichen groß war, ist sie nie wieder eingebrochen. Und selbst. Und man hat selbst den Urlaub damit verbracht, jeden Tag einmal. Man hat auch immer noch einmal committed, ja. Schön, Manuel. Wie liegt man in der Zeit? Wie lange habe ich es drauf? Ich habe mich noch geachtet. Okay. Also, aktuell der Faktor 4 Drittel. Das ist erstaunlich. Mach mal 5 Stunden. Das ist nicht lustig. Mach den Scheiß darin, dass ich weitermachen kann. Dann kann man ja wirklich ganz in Ruhe jetzt noch aufbauen.